Hallo zusammen an alle, die das nachträglich gucken, weil jetzt nicht so viele Leute live dabei sein werden. Die letzten Tage war ja doch nicht so viel mit Streams. Aber ja, es hat sich ziemlich viel getan. Also die Server sind wieder offen, also unsere Server ist wieder offen. Dementsprechend sind sehr viele Leute rübergetranst, sowohl beim Feind als auch, nein, mehr beim Feind als bei uns. Aber wir haben auch so neue Mitglieder bekommen. Wir haben aber auch recht viele Mitglieder verloren, weil doch ein größerer Teil ausgebrannt ist inzwischen nach wochenlangem Durchzocken. Die Karte sieht inzwischen folgendermaßen aus. Wie ihr sehen könnt, ist grün wesentlich aktiver geworden. Also, wir haben anderthalb komplette Kompanien hierher verlagert von einem anderen Server, der wohl komplett grün war. Was ich jetzt nicht so eine tolle Idee finde. Also nicht, weil es uns hier eingeschränkt hat, das allgemein nicht, aber man sollte dann ja eher dem anderen Team joinen, anstatt jetzt auf noch einen Server zu gehen und dann ebenfalls alles kaputt zu machen vom Balancing her. Aber naja, muss jeder selber wissen. Wir sind halt auf zwei Gebiete runter reduziert. Wir konnten aber gestern erfolgreich wieder Ebenmaß verteidigen. Das heißt, es ist immer noch unseres. Gelb hat gut was verloren. Die sind jetzt auch auf drei Gebiete runter. Aber sie halten halt immer noch Emmerfall. Was allerdings bald nicht mehr ganz so wichtig ist, wie ich in dem Dev-Blog schon beschrieben habe. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es auf YouTube auch immer die Dev-Blogs und Patch-Notes, die ich dann übersetze, also übersetzen lasse von Google Translate und vorlese und dann kommentiere. Und da steht halt auch drin, dass sie jetzt demnächst vorhaben, dass man von jedem Auktionshaus auf ein zentrales Auktionshaus zugreifen kann. Das heißt, die Steuern werden dann bezahlt in Ebenmaß, wenn man Ebenmaß was reinsetzt. Wenn man sie in Ebenmaß kauft, werden da ebenfalls die Steuern bezahlt. Das heißt, es läuft nicht mehr alles über Immerfall. Und es soll wohl auch eine andere Art von Steuer geben, die dann auf alle verteilt wird, so ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, wie es genau aussieht, aber es sollte auf jeden Fall helfen, was Balancing angeht, von dem Geld, dass halt nicht alles immer in eine Fraktion reingepumpt wird oder sogar eine Kompanie von der Fraktion. Ja, wir haben heute Abend auch noch einen Krieg, diesmal einen Angriffskrieg auf Lichtholz, da bin ich schon gespannt. Direkt vorher ist eine Invasion bei uns. Aber die werde ich wieder schleifen lassen, weil wir haben immer noch keine Möglichkeiten, die zu gewinnen. Leider. Und schon gar nicht bei uns, weil bei uns nicht alles ausgebaut ist, weil das zu teuer wäre. Also ja, da kann man aber trotzdem mitmachen, um es ein bisschen zu üben und sein Asus zu bekommen und dergleichen. Allgemein ist Asus aber. Achso, warte, ich sollte was Produktives machen, während ich am Rumlaufen bin, ne? Habe ich mein. Ja, yep, habe ich. Dahin gehen, go. So. Jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gemacht. Genau, Asus und dergleichen ist allerdings nicht mehr wirklich ein Problem. Dank dem Outpost Rush kriegt man ja doch ziemlich viel Asus inzwischen hinterhergeworfen. Dann halt noch die regelmäßigen Kriege und Invasionen und großen Portale, die hier wieder gehen und. Da ist es mit Asus eigentlich relativ gut machbar mit dem Hin- und Her-Teleportieren. Auch wenn man da immer noch teilweise knausert, gerade wenn man Crafter ist und mehr recht viel Crafting, recht viel Asus braucht für die meisten Crafting-Berufe, um ein gutes Zeug rauszubekommen. Was ich jetzt nebenbei hier machen werde, ist ein Kistenrun. Aber jetzt nicht ein Kistenrun, den man kennt, oben in Mirkgard oder in der Mine oder so, wo es dann darum geht, die Elite-Kisten zu bekommen für Watermark, sondern einfach nur Kisten, also größere Kisten, wo denn sowas drin sein kann, wie Rezepte oder Trophäenteile oder ähnliches. Und das ist halt eine ganz gute Einnahmequelle, wenn man denn Glück hat. Aber es ist halt auch eine gute Möglichkeit, einfach nebenbei was zu machen. Also ich habe die Route hier schon ziemlich gut drauf. Da muss ich jetzt nicht so viel rumwuseln. Und man kann halt nebenbei irgendwelche Serien gucken oder sowas in der Richtung. Also erster Stopp ist halt da bei dem Sprungpunkt. Und dann geht es hier in die Kirche rein, noch zwei Gebäude. Und dann, also da ist die erste, dann hier rein, da sind zwei, hier ist eine, da ist eine, da sind ein oder zwei. Dann runter hier hin. Aber das habe ich auch alles auf dem Discord verlinkt, falls ihr da Zugriff habt und dergleichen. Einfach da gucken. Ansonsten gibt es auch im Internet tierisch viele Guides, wo man in welche Routen laufen kann oder sich einfach selber auf MapGenie das angucken, wo das am besten läuft. Ist auf jeden Fall eine sehr entspannte Sache. Oh, das ist eine gute Überleitung zu, was macht man jetzt noch? Weil ich habe ja sehr viel gespielt. Also wirklich sehr viel gespielt. Und bin dementsprechend jetzt schon seit 3 oder 4 Wochen 60 und spiele immer noch und habe immer noch sehr viel zu tun. Also primär auch die ganzen Crafting-Sachen, weil für gewisse craftbare Gegenstände muss man halt selber den Beruf so hoch haben, also auf 200.
Dementsprechend arbeite ich an Arcana 200, um dann irgendwann, ne, Eisgauntlet und Feuerstab in 600 herstellen zu können. Auch wenn das jetzt vermutlich noch nicht geht. Also weil der Fire Crystal Core und der Ice Crystal Core wohl noch nicht droppen, auch wenn es Gerüchte darüber gibt, dass er schon gedroppt ist, aber ich habe jetzt nie irgendwas gesehen. Deswegen denke ich, es ist noch nicht in-game. Aber für solche Sachen halt. Denn natürlich PvP. Immer schön die Gebiete halten und zurückerobern und ähnliches. Aber auch Open World PvP. Da haben wir jetzt auch nach und nach mehr Leute, die daran Interesse haben. Also super. Da wir jetzt hier auch ein Syndikats-Discord haben, wo wirklich jeder rein kann. Also nicht auf eine Kompanie beschränkt oder dergleichen, sondern wirklich komplett öffentlich. Und da kann man sich dann verabreden, um Gebiete zu flippen oder zu sichern und dergleichen. Das ist schon echt schick. Ein maritimes Velvet irgendwas, Schematic. Ja, nee. Bei den Schematics werde ich ein bisschen hibbelig, weil da kann halt echt gute Sachen bei sein. Aber meistens ist einfach nur irgendwas Dekomäßiges fürs Haus. So, nicht über den Schaden wundern. Ich bin halt in einem Glücksbild. Also möglichst viel Loot-Glück. Macht kaum Schaden. So, warte, die Kiste da ist die nächste, genau. Ja, also es klappt, wie gesagt. Gold ist sehr viel jetzt in den Server reingeflossen. Sowohl von den Jungs hier, das sind nämlich die Blutfalken, die sind rübergetranst zu uns. Mit 150 Leuten bei den Grünen. Und dann noch der Phoenixbaum sind auch nochmal 50 Grüne, die hergetranst sind. Die haben natürlich alle auch Gold mitgebracht, das sie auch hier rausgeben. Aber auch durch den ganzen Outpost Rush, weil der Server jetzt wesentlich aktiver ist als vorher. Und der Outpost Rush jedes Mal, was ist das? 300 Gold. Mit 380 Gold bei den Gewinnern, 250 bei den Verlierern. Die haben da was geändert vor kurzem. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Und das halt für alle 40 Leute. Und das jede Stunde einmal. Also man kann das natürlich alle 20 Minuten theoretisch durchrushen, aber es findet sich nicht immer genug Leute und bla bla. Aber so im Schnitt jede Stunde ein paar tausend Gold einfach so ins System rein, ist schon heftig. Das merkt man auch an den Preisen. Also wir hatten ja einen großen Marktumschwung, als sie die Crafting Mats, also das Schleifpapier und solche Sachen. Warum hast du das nicht gelootet? Ist doch durchgelaufen. Ach, sehr gut. Also wo sie die Crafting Mats wieder reduziert haben, wie viel aus den Kisten rauskommen. Seitdem sind da die Preise in die Höhe geschossen, aber jetzt ist auch alles andere recht hoch gegangen. Also gerade so wie Sternmetall, das war bei 0.04 noch vor so, keine Ahnung, 2,5 Wochen. Und jetzt ist es auf 0,5, 0,6 hoch. Das ist schon, hey, schon heftig. Weg mit dir. So. Ja, aber auch der ganze Trash-Loot, den man so bekommt, wenn man Kistenruns mitmacht. Der Gearscore ist bei recht vielen Leuten jetzt schon recht hoch. Also schon 590 plus. Und die Sachen verkaufen sich dann auch ganz gut. Also es ist wesentlich mehr Geld im Umfluss und rotiert rum, wird aber auch ausgegeben. Also gerade jetzt in mehreren Häusern und dergleichen geht das schon gut weg. Wobei sie ja da auch Änderungen haben, die ich im Devblog angesprochen habe. Also dass jetzt die Miete nur noch alle 7 Tage gezahlt werden soll, dass man mehr Gold bekommen soll von den Hauptquests und Nebenquests im High-Level-Bereich und dafür am Anfang halt weniger, um Botter einzuschränken. Dann... Genau, die Bosse in den Innis, also 5. und 6. Inni, sollen auch nochmal mehr Gold bringen. Inni-Keys an sich einfacher craftbar sein. Und, aber ja, guckt einfach den Devblock an oder die Patch-Notes, da ist alles drin. Ich bin auf jeden Fall super positiv überrascht davon, wie gut sie das hinbekommen haben. Also sowohl den Hatchet-Bugs relativ schnell zu fixen, als auch das mit Resilience und so. Also PvP ist wesentlich angenehmer. Das kann man gar nicht vergleichen zu vorher. Da bin ich echt... froh drüber, dass das alles geklappt hat. Auch, dass sie jetzt tausende von Leuten gebannt haben, die das mit dem Duping irgendwie abbekommen haben. Also mitgemacht haben oder von ihren Freunden was zugesteckt haben. Da habe ich auch noch keinen Fall gehört, wo es irgendwo ungerechtfertigt war. Bei uns auf dem Server zumindest. Wobei ich bei uns auf dem Server auf keinen Fall gehört habe, wo jemand das gedupt hat. Aber ja, hört sich auf jeden Fall gut an, wenn tausende von Leuten gebannt werden wegen sowas. Weil ich bin ja allgemein nicht so ein Fan davon, wenn Leute mit sowas durchkommen. Ja, aber auch dann halt die Zukunftssachen. Also das Open World PvP halt auch Watermark erhöht und dass wenn man sich flaggt, dass man mehr Loot-Glück hat. Also sowas wie die Kistenruns hier werden dann sehr interessant. Weil dann alle Leute PvP geflaggt sind, dann prügelt man sich hier um die Kisten und hat dann vielleicht einen kleinen Schutztrupp dabei und. Das ja, bietet sehr viele interessante neue Möglichkeiten. Dementsprechend bin ich da recht happy.
was die Entwicklung des Spiels angeht. Es ist halt ein bisschen schade, dass zu früh recht viele Leute ausgebrannt sind und auch wegen den Bugs irgendwann keinen Bock mehr haben. Aber die Hoffnung ist dann, dass sie halt irgendwann sehen, dass das Spiel sich jetzt stabilisiert und dann wieder zurückkommen. Sonst sind wir halt nebenbei am Rekrutieren. Wir haben auch einen ganzen Fünfertrupp von Leuten vor kurzem noch dazu bekommen, die alle super sympathisch sind. Aber auch andere Leute von uns aus der Community, die auf anderen Servern angefangen haben und nicht rüber konnten, sind jetzt rüber getranst. Das geht also alles. Die Ecke mag ich ja normalerweise auch ganz gerne, wegen den ganzen Teilen, aber ich war jetzt gerade nicht so effektiv. Also die Bloodroots nehme ich ja mit für Todespartikel. Genau, die Death Monster. Die ganze Kistenrunde an sich dauert auch nur so 20 Minuten. Deswegen passt es ganz gut, die Sachen zwischendurch mitzunehmen. Brauche nämlich auch für die Schleifsteine, die im letzten Krieg, also gestern, gut was gerissen haben. Weil ich denke mal, die meisten Leute sind sich gar nicht bewusst, wie mächtig Schleifsteine sind. Mal eben so 50% mehr Schaden machen, ist schon heftig. Dazu dann noch schön Beweihräuchern für Resistenzen und gutes Bufffood. Das haben wir alles vor dem Krieg verteilt und wir haben die echt zerrissen. Das war krass. Ich denke mal, auch deswegen waren die Kriege teilweise so unausgeglichen, weil manche Leute da gar nicht informiert waren. Und wenn der Feind dann richtig eine Pro-Truppe ist und die alle wissen, was sie tun, ist das ein ganz anderer Schnack. Es gibt ja noch drei Kisten bei der Route, die hier irgendwo, da in der Kirche und hier hinten sind. Die habe ich heute allerdings schon mal. Und das sind epische Kisten, Elite-Kisten. Die droppen halt, sind halt nur einmal pro Tag aufmachbar. Die anderen Kisten hier, die großen Supply-Chests, da geht es halt alle Stunde. Das heißt, man kann jede Runde machen, dann ein bisschen rumeiern, Sternmetall suchen oder anderen Krams und dann wieder theoretisch, wenn man Bock hat. Aber ich mache das einfach nur ein, zwei Mal am Tag, so zwischendurch, wenn es gerade ein bisschen ruhiger sein soll. Hier rum und dann gleich links müsste die sein. Ja. Hallo, Baubau. Bye, bye, Baubau. Die Kiste. Ein Emberstone. Was ist ein Emberstone? Den habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich muss aber erstmal kurz weg, bevor ich den Dude mal gucken kann. Weil klar, kann man sich auch umdrehen und Gegner töten. Die sind ja dann nicht so hoch. Aber das kostet alles Zeit. So, ich glaube, die kommen hier nicht hinterher. Doch, kommen sie. Okay. Dann kill ich die kurz, damit ich das lesen kann. Weil ich bin gespannt, was es ist. Jetzt, wo ich mal wieder streame, triggert das Streamer-Glück dann vielleicht auch. Die sind doof. Genau, die drehen sich um und machen so ein Zeug. Die haben auch einen Stamina-Balken, den man dann breaken kann. Dann drehen die sich auch wieder zurück, aber... Ist halt noch eine garstigere Version von einem stinknormalen Schildtypi. So. Also, was war das jetzt? Da, ein Arkanist wäre entzückt, das in einer Art von Furnace zu tun. Steht jetzt aber nicht bei, dass es für eine Trophäe ist oder sowas, ne? Wie sowas hier. Da steht für eine Armory Trophy. Ich glaube, es ist für eine legendäre Waffe. Dann muss ich nachher mal googeln. Erstmal jetzt schön die Runde zu Ende machen. Oh, 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 oh. Hi. Du bist ein bisschen hibbelig, Geister. Gut. So, aber ich wollte eigentlich zusammenfassen. Wir waren, also 5. und 6. Juni hatten wir ja schon mal abgeschlossen. Das hat jetzt auch noch eine zweite und dritte Gruppe bei uns geschafft. Ja, wobei, die zweite Gruppe und dann nochmal so eine Mischmaschgruppe, ja. Also das haben wir schon mehrere Leute geschafft, die 5. Juni. 6. Juni sind wir auch noch bei. Gestern sind wir zum Beispiel mit einer Truppe fünfmal die 5. Juni gegangen, um die Gearscore zu erhöhen. Das war auch recht nice, also weil man sich da auch wirklich dran gewöhnt, da schnell durchzukommen und die Bosse noch kein Problem mehr sind, größtenteils. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sonst. Besondere Sachen nicht.
Also halt zwischendurch. Also ich habe sogar gestern in Ebenmaß noch Leuten geholfen, hier im Lufttempel was zu machen und die Krokodile zu jagen und all so eine Alltagssachen. Aber so wirklich herausstechende. Oh. Wirklich viele herausstechende Sachen sind da nicht. Weil es ist halt recht viel einfach nur mit Leuten irgendwas zusammen questen oder Innis gehen oder Open World PvP. Weswegen ich auch nicht so viel gestreamt habe, weil ich halt nicht weiß, wie interessant das so ist. Und es ist halt für mich auch anspannend. Also ich bin angespannt, wenn ich streame und nebenbei noch solche Sachen mache und hinterfrage, wie gut es ankommt und all solche Dinge. Deswegen habe ich mich jetzt mehr auf das Spiel selber und das Leiten der Community hier konzentriert. Und dann nebenbei halt ein bisschen Codebane und dergleichen. Oh, falsches Haus. Aber ich muss mir noch ein Konzept überlegen. Also das Riftbreaker hat mir echt gefallen. Ich müsste vielleicht mal wieder einen festen Tag raussuchen, wo ich Let's-Tests mache. Aber es, mit den Uhrzeiten ist halt echt doof. Weil die ganzen Kriege hier immer sind teilweise doch recht wichtig für die Fraktion. Ja, da bin ich noch unsicher. Deswegen wird es jetzt weiter so sein, dass ich zwischendurch mal streame. Und dann schauen, was draus wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass es für euch genug zum Gucken gibt. Ich habe ja doch einige Videos auf dem Kanal. Plan ist jetzt, was Let's Plays und dergleichen angeht, erstmal Code Vein und XCOM abzuschließen und danach dann vielleicht ein oder zwei Projekte wieder neu zu suchen. Aber halt nicht so viele auf einmal. Vielleicht dann auch eher eins, was mir eher am Herzen liegt. Gerade zu Weihnachten rum wäre es ja vielleicht auch ein schönes Geschenk da, besondere Projekte mal anzugehen, die schon seit einer Weile auf der Bank liegen. Das muss ich dann gucken. Oh ja, ich merke schon, es sammeln sich auch gerade nicht so viele Leute. Das Interesse ist wohl nicht so groß. Entsprechend mache ich hier auch erstmal wieder Schluss. Ich hoffe aber, der kleine Einblick hat euch gefallen und man sieht sich dann woanders. Bye bye.